Hallo und herzlich willkommen zu Espada Bricks. Heute geht es um die 6042 aus dem Jahr 1990 mit 94 Teilen, drei Minifiguren, super Highlights, aber zuerst eine vollkommen zerstörte Anleitung. Also, ich habe es hier aufgebaut, ich habe so ein bisschen Angst, dass sie jetzt noch weiter, fast schon, dass sich in Asche auflöst. Also diese Anleitung ist maximal auch teilweise falsch zusammengeklebt worden wieder, dass man die gar nicht gut ausbreiten kann. Ich kriege die, glaube ich, gerade hier gar nicht vernünftig auseinander, oder? Irgendwie doch, jetzt habe ich es. Also die ist halt maximal, ihr seht schon, das ist maximal, ne, da kann man durchgucken in der Mitte. Also wirklich mit ganz, ganz harter Vorsicht zu genießen. Die hat wirklich die besten Tage schon mal gesehen. Aber es liegt daran, weil das früher ja auch eins der Set war, was ich immer wieder mal auf- und abgebaut habe oder umgebaut habe. Und dann doch wieder nach Anleitung haben möchte. Wir fangen mal mit den Mini-Figürchen an. Die sind nämlich ganz schick. Hier seht ihr schon mal, ist irgendwie so eine Lanze mit Fahne dran. Das brauchen wir nicht. Wir haben hier das Löwenschild. Interessanter ist eigentlich dann der Kollege wieder insgesamt. Denn der hat meiner Meinung nach eine der besten Rüstungen, die es gab. Finde ich, diese einfache graue Rüstung hier drüber. Ja, hat hier natürlich ein ganz stinknormales Gesicht oben. Schön die rote Feder drinne. Das wäre der, wie gesagt, hier das Schild, kennt ihr ja, das Löwenschild, hier das blaue. Dann haben wir einmal den Kutscher. Ja, der hat hier quasi die große Peitsche dabei. Sonst nur der Torso-Print war damals von den Löwenrittern, auch ziemlich cool. Der graue Helm passt alles schön. Auch hier schick das Schwert, was wir von damals kennen. Jetzt kommt ein absolutes Highlight natürlich. Die Forest Man, ja. Sehr, sehr cool. Dem fehlt leider hier die Feder. Ja, diese ganz kleinen Federn, das ist einfach Staubsaugergelage. Sofort, sofort weg. Da habe ich, glaube ich, keine einzige mehr von diesen kleinen Federn. Sonst, der Torso-Print ist einfach großartig. Da gab es verschiedene Farben von. Also, was hier rot ist, das gibt es, glaube ich, auch in Blau und in Schwarz, meine ich, und Gelb. Ziemlich, ziemlich cool, die Figur. Ich habe ganz wenige von den Forest Men. Dann haben wir hier ein schwarzes Pferd mit Sattel. Leider hier auch wieder die C-Clam am Sattel abgebrochen. Sage ich ja immer wieder gerne. Hier sieht man es am besten. Es geht leider immer mal wieder ab. So, da kommt der Ritter drauf. Der trägt das Schild und die Lanze. Der Bogenschütze hat aber auch Pfeil und Bogen dabei. Die hat er nicht in der Hand, denn er wird hier eigentlich als Gefangener transportiert in der Kutsche. Ja, hier ist einmal die Kutsche. Ja, sofern mein Autofokus. Hier seht ihr einmal die Kutsche. Die Räder sind teilweise ein bisschen schief. Ja, weil da ist man immer irgendwie, wenn die quasi so auf dem Boden lagen, man ist da mal drauf getreten. Und dann hat man quasi ein paar von den Streben verbogen. Leider, leider. Nichtsdestotrotz rollt es eigentlich ganz gut. Hier hinten das Rad bleibt stehen. Wie gesagt, das ist verbogen. Der Rest bewegt sich eigentlich ganz gut. Was hier sehr, sehr schön ist. Erstmal haben wir hier hinten das Schwert. Für den Ritter, ja, auf dem Pferd ist hier einmal das Schwert dran. Und wir haben hier Pfeil und Bogen für den Forest Man. Jetzt kommt das Highlight, was ich ziemlich cool finde. Wir haben hier Gitter, die aufgehen. Sind natürlich komplett gebaut. Aber das Schicke ist, die halten hier an Speeren. Das heißt, wenn man jetzt einen Ausbruch simuliert, kann man hier die Tür, dass die jetzt quasi rausfällt, sag ich jetzt mal. Ja, dass sie hier so liegt. Und dann kann man aber diesen Speer nehmen. Und dann hat man noch eine Waffe mehr. Also man hat hier nicht einfach irgendwelche Stangen genommen. Man hätte hier auch einfach Fahnenstangen nehmen können. Nein, man hat Speere genommen. Und kann damit quasi noch mehr Spielfeature hinzufügen, dass einfach dann mehr Waffen im Umlauf sind. Sehr, sehr cool. Ja, ansonsten Geschirr für die Pferde gibt es. Das habe ich auch schon ein paar Mal gezeigt. Hier die Inlays, um die ein bisschen ja, als normales Pferd darzustellen. Ich kann es ja mal bei dem schwarzen Pferd zeigen. Ja, da setzt man das quasi einmal so rein. Dann ist das Pferd ohne Sattel unterwegs. Ja. Und das war es auch schon. Und ich finde ein ziemlich, ziemlich cooles Set. Was sagt ihr denn dazu? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Set haltet. Und ja, gerade Forest Man, ob das auch einer eurer Favoriten war damals. Weil die fand ich cool. Hier habe ich ja schon mal ein paar Mal erzählt. Da muss ich mal, glaube ich, noch mal ein extra Video machen, dass ich immer noch mal rede. Dieses nicht Kompatibilität von den vielen Mischungen innerhalb der Ritter, was mich sehr aufregt. Aber hier bin ich super zufrieden. Schönes Set. Ja, kann ich gar nicht meckern. Und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.